Hey Leute, Neo Strix hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Techtopia. Heute werden wir mal die Schmiede bauen und wieder mal ein bisschen mit dem Merchant traden und nochmal ein bisschen Deko hier machen. Und ja, wenn du neu bist und mich noch nicht kennst, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, bevor wir mit dem Merchant traden können, muss ich natürlich erstmal schauen, was der Gute denn haben möchte. Brot ist ultra gut, aber da ist fast nie was über, obwohl ich dem Koch das ausgestellt habe, dass er Brot machen soll. Ja, okay, deswegen ist nie was da. Lost müsste ich mal wieder anmachen. Ja, okay, ist nicht so viel heute drin, was er kauft. Darf ich mal rein, bitte? Oh, ja. Da mopsen wir uns erstmal hier alles, was voll ist. Erstmal ins Lager einsortieren hier oben. Wir haben schon mal jetzt fast 5 Stacks Weizen. Und über rote Beete brauchen wir gar nicht reden. Und Karotten haben wir auch fast 5 Stacks wieder. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und über Eier brauchen wir auch nicht reden, das ist schon mal insane. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie sieht es denn jetzt hier mal aus mit unserem kleinen Kind? Da ist sie. Ja, okay, sie hat sogar noch zur letzten Folge bis jetzt noch einen weiteren Boost bekommen hier bei dem Level, und zwar Farmer. Wäre sie jetzt auch gerne, also wir sehen schon mal hier, was so ihre Prioritäten wären. Und ja, Schmiede würde ich hier so in den Bereich hinhauen, aber auf jeden Fall müssen wir mal eben schauen, wie es denn hier aussieht. Kommt sie auch hier rein? Nein, aber sie will ins Blumenbeet. Kennt man ja. Gut, dann schauen wir mal eben, wie es bei den Emeralds aussieht. Haben wir noch knapp 1,5 Stacks. Das ist in Ordnung. Ich würde aber auch noch ein neues Kind eventuell spawnen, weil sie jetzt ja intelligenztechnisch noch nicht so hoch ist. Vielleicht haben wir da Glück und haben dann noch einen zweiten, der dann ein bisschen besser dran ist, weil die Intelligenz ist schon wichtig, was das angeht. In Ordnung, gut, dann hätten wir das schon mal soweit und dann werden wir wahrscheinlich so in Richtung der nächsten Tage mit dem lieben Merchant traden, weil momentan ist es halt nicht gegeben, dass er gute Trades hat am heutigen Tage. Deswegen müssen wir mal warten. Und jetzt würde ich sagen, terraform ich mal eben hier und dann schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Haus. So, ich habe dann mal geterraformt, wie ihr seht, mal eben hier zugeschüttet und mal den Grundriss vorgebaut. Und was mir aufgefallen ist, wir haben so diese Dorfhälfte ein bisschen bevorzugt bebaut am Anfang. Aber jetzt widmen wir uns wahrscheinlich erstmal dieser Dorfhälfte mal. Denn wir haben ja hier Holzfällerhaus. Wahrscheinlich kommen ja auch noch zwei weitere Häuser hin. Hier in dem Bereich so und da noch. Dann kommen noch Wohnhäuser und hier natürlich die Schmiede. Und ich habe mir gedacht, in dem Bereich kommt dann so eine Kaserne hin eventuell. Marktplatz werden wir vielleicht auch machen, demnächst schon. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge mal schauen. Aber ich würde erstmal sagen, Timelapse ab.
Leute, Schmiede ist fertig und ich habe direkt gesehen, wir haben Glück. Es hat ein paar Tage gedauert, die fertig zu bauen. Ich zeig sie gleich. Aber wir wollen jetzt erstmal ihn hier mal anschauen. Ja, ist nicht so strong, aber wir nehmen uns den jetzt einfach mal als Schmied. Und wir brauchen natürlich auch die Schmiede. Und ich hoffe mal, Tradesman und Architekt sind gnädig und wollen nicht zu viel. Schmied ist... Da ist der Schmied. Oh ja, 7. Geht klar. Ist in Ordnung. Jetzt muss der Architekt uns noch die Schmiede geben. Schauen wir mal, wie ist da denn der Preis? 42. Okay. Ist auch noch in Ordnung. Jetzt haben wir noch 36. Ich würde noch ein weiteres Wohnhaus für 2 holen. Dir gefällt das Video soweit? Gut, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich sehr drüber. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Video. Wir machen jetzt erstmal eben den Kollegen zum Schmied. Denn da hinten ist er auch schon. Gönn rein, Kollege. Okay, dann schauen wir mal eben. Der macht Eimer. Der macht Diamantensachen, machen wir erstmal aus. Die wollen wir nämlich traden. Eisensachen darf er machen. Scheren, ja, ist sehr gut. Kohle, Eisen, okay, sehr gut. Haben wir den schon mal eingestellt. Der müsste sich jetzt auch das Eisen eben schnappen. Ach, und hier ist sogar... Hier ist jetzt unsere Erwachsene, habe ich gar nicht gesehen. Die ist jetzt schon erwachsen und kann jetzt sich erstmal fortbilden. Ich würde sagen, die können wir eventuell zur, ja... Wancherin oder Farmerin befördern, mal schauen. Auf jeden Fall, ihr seht, das Ganze hat ein bisschen gedauert. Ihr habt nur gesehen, wie ich das Haus gebaut habe, denn ich wollte euch nicht antun, wie ich hier die ganze Zeit mit der Deko rumprobiere. Ist auf jeden Fall gut geworden, finde ich. Und das Zeug hier draußen ist wirklich nur zur Deko. Hier drin aktivieren wir erstmal die Schmiede. Hier drin ist das, was der Schmied braucht. Denn er braucht zum einen Öfen, einen Amboss und vor allem auch Crafting Table. Das sind erstmal so die wichtigsten Sachen, die der benutzt. Und die braucht er eben auch in seiner Bude hier. Und dann aktivieren wir mal, ich habe natürlich mitgedacht, wir lassen den Schmied direkt über seiner Schmiede wohnen. Fehlt jetzt noch ein Bett, das werden wir mal eben machen und dann craften, nee Quatsch, dann traden wir eine Runde mit dem lieben Merchant. Da machen wir auch mal schnell ein Bett und wir sehen schon, der Schmied rennt auch, ja, okay Kollege, wir machen mal eben dir ein paar Stufen hier hin. Damit du es nicht zu schwer hast, hier hochzukommen, ja. Ist immer ein bisschen kritisch mit dem Wegen finden von den Villagern. Naja, egal, wir schauen erstmal. Oh ja, der Schmied ist schon fleißig am Hämmern. Und der hat sich sogar schon hier die Sachen geschnappt. Sehr cool. Und wir hören auch, der ist ordentlich am Hämmern. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist es denn so, dass auch der Amboss Schaden nimmt? Ja, wir haben aber auch noch keine wirklichen Guards, deswegen würde ich erstmal die Rüstungsteile ausmachen und der macht jetzt erstmal Eisenhoe darf er machen, Pickaxe, Schwert nicht, Axt, Hoe, Pickaxe und Torches macht er auch. Dann würde ich eigentlich sagen, die Minenarbeiter sollen keine Torches mehr machen oder nee, wir machen es einfach bei ihm hier aus. Ey, hallo, bleib mal stehen. So. Hier, wo ist es? Eisen, Charcoal, Craft Torch, hier. Okay, mal eben noch das Bett für den Kollegen machen. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal das Ganze soweit. Dann mussten wir auch kein weiteres Kind machen, weil jetzt haben wir immerhin noch einen Nomaden bekommen. Hauen wir das mal hier hin. Schauen wir mal, es müsste erkannt werden. Okay, hier oben müssen wir nochmal... kosmetische Dinge vollziehen. Okay, wurde erkannt und müsste der Schmied sich das geiern? Ja, müsste er. Okay, wie es scheint, hat der Schmied sich irgendwo anders ein Bett gekrallt. Ich habe keine Ahnung wo. Schauen wir mal, vielleicht habe ich im neuen Wohnhaus hier hinten aus Versehen 2 Betten schon reingestellt. Nein, habe ich nicht. Aber welches Bett hat er sich dann genommen, wenn nicht das... Naja, auf jeden Fall ist der Schmied hier ordentlich am Abhämmern. Naja,
Jetzt geht's erstmal ans Traden. Der Schmied macht jetzt seine Arbeit und soweit ich jetzt vermute, müsste es auch so gehen, dass jetzt Scheren hier reinkommen. Was haben wir denn hier? Ja, okay, ein Schwert hat er noch hier drin. Was kauft denn eigentlich der Merchant heute? Wo treibt sich der Freche rum? Na, bevor der wegrennt. Ah, wahrscheinlich wird er despawnen, wenn ich ihn jetzt rechts klicke. Nee. Noch ist er da. Oh, er kauft die Rüstungen. Whetstone kauft er auch. Ja, er ist verpufft. Sehr, sehr toll. Er kauft... Oha, er kauft sogar Gold-Ingots. Ja, okay. Mit dem Schmied auf jeden Fall sehr geil. Ich würde aber gerne noch die Kosten in der Folge wieder reinholen, die wir für den Schmied rausgehauen haben. Ach, und in der Nacht nicht vorspulen. Wir müssen jetzt erstmal eben schauen, wo sich der Schmied hingeklatscht hat und warum der nicht hier in seinem Schmiedenhaus wohnt. Das müssen wir jetzt erstmal klären. Wahrscheinlich ist jetzt erstmal hier Tavernenparty. Oha, schaut euch das mal an, Leute. Das ist echt krass. Jetzt haben wir hier mal echt Betrieb. Der Schmied ist auch hier. Okay, dann warte ich mal eben, bis der Schmied sich ins Bett begibt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo er sich hinlegt oder ob er überhaupt sich hinlegt. Wahrscheinlich, oder es könnte auch sein, dass wir mal wieder die Welt neu laden müssen, wie es das letzte Mal der Fall war. Aber schauen wir mal. So Leute, ein bisschen später und der Schmied rennt jetzt weg, sagt nichts. Warum ist er jetzt hier und was ist mit unserer, ja, ist ja kein Kind mehr, was ist mit ihr? Ist sie wieder in die Taverne gegangen? Ja. So Leute, die ehemalige Kinder-Villagerin ist weg und tatsächlich, warum ist der Schmied hier am Pennen und wo ist jetzt die Kinder-Villagerin? Darf ich mal fliegen? Dankeschön. Ist sie jetzt in der Schmiede am Pennen? Nee, das Bett ist immer noch unbesetzt. Wo ist denn die Villagerin hin? Wir gehen jetzt mal eben hier rein und nehmen ihm das Bett weg. Flip. Leute, wie das einfach aussieht. Er liegt einfach auf dem Boden und dann, oh, wo ist mein Bett hin? So, Junge, jetzt track mal dein Bett in der Schmiede. Hier darfst du nicht pennen. Ja, ja, ich weiß, dass du müde bist. Hier ist sie. Sie geht in ihr Haus. Und er hier. Wo gehst du hin? Ich hoffe mal, du gehst jetzt in die richtige Richtung. Können wir einfach mal überprüfen. Ist das Bett hier grün? Tatsächlich, es ist grün geworden. Okay, der Schmied hat sein Haus gefunden. Jetzt müssen wir mal eben das Bett von unserer Villagerin ohne Job erstmal hinstellen wieder, dass sie pennen kann. Jetzt schauen wir mal, müsste jetzt gelb und dann wieder grün werden, wenn sie es trackt, hoffen wir mal. Ja, gelb. Jetzt hol es dir. Komm schon. Da ist sie. Was ist das? Es sollte jetzt eigentlich grün sein, aber es ist einfach immer noch gelb. Was zum geht hier ab? Bauen wir es nochmal ab. Das ist ja sehr interessant. Gehst du mal bitte aus dem Weg. Ich würde dir bitte gerne dein Bett wieder herstellen. Habe ich es schlimmer gemacht? Ich hoffe mal nicht. Ja Leute, ich glaube, ich lade mal eben die Welt neu. 12 Sekunden später. So, einmal neu geladen und jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt hat es funktioniert. Interessanter Bug auf jeden Fall. Gut, sie pennt jetzt und wir schauen nochmal nach dem lieben Schmied, wie es da aussieht. Der sitzt noch an seinem Tisch und macht ein bisschen Nachtparty oder so, keine Ahnung. Amboss scheint nicht kaputt zu gehen, wenn er hier arbeitet damit. Schmied pennt jetzt, schauen wir mal eben. Was hat er denn noch so dabei? Er hat schon mal hier ein bisschen Werkzeug für die lieben Villager gemacht und er ist schon Level 4. Sehr geil. Und ich würde auch sagen, wir machen tatsächlich aus unserer Villagerin, die wir hier jetzt haben, die als Kind hier war, würde ich tatsächlich sagen, aus ihr wird eine weitere Minenarbeiterin, weil die brauchen wir dringend, da der liebe Schmied ja jetzt sich um die Erze kümmert und nicht so viel auf einmal jetzt rankommt.
hat sich ja um einige Zeit da angestaut, das Zeug. Leute, wir haben mittlerweile so viele Eier einfach. Wenn wir uns mal zurückerinnern, vor ein paar Folgen hatten wir hier nur 5 Hühner drin und jetzt haben wir einfach das ganze Ding voll mit Motthühnern und der Schlachter weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Hühnern. Genau das gleiche gilt natürlich für die anderen Tiere. Was wir auch noch brauchen, ist dann bald mal den Schweinestall. Weil hier haben wir natürlich die drin und noch nichts, ja, aktiviert. So, aber jetzt spule ich mal eben den Rest der Nacht vor und dann gucken wir mal, was der Merchant kauft, damit wir eventuell nochmal die Kosten reinbekommen. So, Leute, wir haben mal eben vorgespult. Da hinten ist schon der Merchant. Bitte kauf Sachen, die wir dir geben können. Bitte, bitte, bitte. Okay, Kartoffeln. Müssten wir haben. Jungle Wood. Ja, okay. Iron Leggings haben wir nicht. Er kauft wieder Eichenholz. Das ist schon gut. Dann rote Beete. Ist zwar nicht der volle Preis. Ich würde aber auch sagen, wir warten wirklich, bis wieder voller Preis ist. Wir können ihm Jungle Wood geben. Wir können ihm Kartoffeln geben. Naja, okay. Wir haben jetzt nicht so viel zum Vertraden, leider. Aber dann werden wir das wahrscheinlich in der nächsten Folge... Oh, wieder eine Nomadin. Na gut, aber auf jeden Fall werden wir das dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Vielleicht trade ich auch nochmal Offcam mit dem Kollegen hier und lasse ein bisschen die Welt durchlaufen. Mal schauen. Oh, rote Beete. Doch. Okay, wenigstens rote Beete traden wir mit ihm. Auch wenn es nicht für den vollen Preis ist. Die müssen mal weg. 5 Stück raus und da haben wir schon wieder fast 5 Stacks voll. Und wenn wir jetzt längere Zeit nicht die Dorfbewohnerin zu einer Farmerin machen oder sonst irgendeinen Beruf geben, dann ist das auch schon strong, weil dann kann die ja in der ganzen Zeit hier gut lesen, aber das machen eher die Farmerin. Leute, Level 47 bei Intelligenz, hier 41 und sie ist 31, das geht echt ab. Ja Leute, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao Leute!